ins Aus. Okay. Mathematiker, Musiker, Spielerfinder, wenn du musst ein Formular ausfüllen, Beruf, was schreibst du her? Autor. Autor. Für deine, von deinen Historiker selbst? Nein, ich habe Bücher geschrieben. Eben, also was ich gestern habe. Spielautor. Ich habe verschiedene, ich habe Lieder geschrieben, Bücher geschrieben. Autor ist einfach... deckt an. Das ist das Einfachste. Ja. Heute wollen wir von deinem informellen Beruf als Spielerfinder reden. Du hast Bern zur heimlichen Spielhauptstadt gemacht. Was bringt einem dazu, selber Spiel zu erfinden? Ist es ein starker, innerer, eigener innerer Spieltrieb? Ja, klar. Aber ich habe nicht nur das gemacht. Das ist, so ein bisschen, das ist mehr aus Zufall entstanden. Heute kann man Game Designer kann man studieren, da an einer Fachhochschule oder so. Das haben wir dann natürlich nicht können. Ich bin also nicht irgendwie Spielerfinder geworden, weil ich das jetzt unbedingt wollte. Ich habe Musik gemacht, wie gesagt. Also wirklich ziemlich fest. Ich habe viel immer organisiert, also immer hinter der Kulisse. Volksfestival Lenzburg habe ich ziemlich viel gemacht. Also. Gewerkschaft von Musikern und so. Dann haben wir irgendwie dann das Gefühl gehabt, ja, wir könnten noch mehr, noch ein paar Spiele. Wir haben ein bisschen gespielt und so. Die könnten wir jetzt rausgeben. Verlag hat es kennengelernt in der Schweiz, die das herausbringen konnte. Dann haben wir gesagt, ja gut, machen wir es selber. Und der Jochi Rittmeier und ich, wir haben also noch im ersten Spiel, wir haben noch ein Kärtchen von Hand geschnitten, weißt, mit der Schere und so. Im letzten Augenblick und so Zeug. Und so ist es so entstanden. Und dann haben wir es eine Buchhandlung gegeben. Münstergasse Buchhandlung Bern hat die erste Spiel gehabt. Und dann war es plötzlich das bestverkaufte Produkt gewesen, gegen Weihnachten zu. Und dann haben wir auch nachher gemacht, Spiel. Und dann bin ich langsam Spielerfinder gewesen. Dann fahren wir weiter. Wie viel sind es? Und dann haben wir das Drachennest eröffnet. Und dann ist noch mehr Spielerfindung gekommen. Und dann haben wir mit dem eigentlich die ganze Spielkultur aufgebaut, oder? Ja, es hat schon ein bisschen. Wobei ich muss sagen, ich bin nicht der Einzige. Es war immer eine Gruppe, es waren immer Freunde und so. Ja, ich will das nicht für mich allein in Anspruch nehmen. Wie viele Spiele sind es insgesamt geworden? Ich weiß es nicht. Es ist schon schwer zu sagen, weil das Anno Domini, seit das jetzt 20-jährige Jubiläum, das ist die 28. Serie von dem, die rauskommt. Mhm. Jetzt die Jubiläumsserie. Und darum ist es so schwer zu sagen, wie viele Spiele, wie zählt man denn das, wenn es Serienspiele sind und so. Ja. Deine Spiele, hast du mir gesagt, sind nicht für einen Schnellkonsum geeignet. Das ist etwas, was man sich ein bisschen muss darauf einladen, dafür kann man es dann auch viele, viele Mal spielen. Was sagst du, was macht für dich ein gutes Spiel aus? Das ist schwer zu sagen. Also, sicher für mich muss ein Spiel originell sein. Es muss irgendetwas Neues drin haben, etwas Originelles drin haben. Es muss die Fantasie anregen von den Leuten. Wie auch immer, dass sie etwas machen müssen. So. Es muss... Selbstverständlich muss funktionieren. Es gibt ein paar Sachen. Und so. Ich habe gerne originelle Sachen, habe gerne noch ein bisschen queere Sachen zum Spielen. Und dann kommt es nicht zuletzt auch auf die Leute, die das spielen. Es gibt Leute, die mit verschiedenen Leuten spielen, verschiedene Leute spielen gerne. Es gibt auch Spiele, wo man einfach mit gewissen Freunden nicht spielen kann. Es geht einfach nicht. Das ist nicht lustig und nichts. Und dann, es gibt aber ein paar Sachen, wo ich im Negativen kann ich sagen, ein Spiel, das ich nicht gut finde, das ich gar nicht mache. Mhm. Es muss für mich Bilder geben, Spiel, es muss für mich in die aufblühen. Also ich habe nicht gerne Spiele mit so Siegpunkten, wo man so Siegpunkte sammelt, also irgendwie mittelalterliche Städte, wo man Getreide und Holz so Zeug macht. Und dann tut man Siegpunkte sammeln. Die Spiele grassieren. Seit 20 Jahren gibt es Tonnen von denen. Da bin ich also draußen. Wo man sieht. Warum spielen andere deine Spiele gerne? Ich weiß nicht. Das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass sie. Ja, ich hoffe, es gut ankommt. Ich gebe mir sehr Mühe. Ich habe nicht viel veröffentlicht für mein Alter. Und ich denke auch, dass wir jedes Spiel, das wir machen, sehr lange vorher testen und schauen, was ankommt und was nicht, was es Probleme gibt. Ich glaube, die Qualität ist nicht schlecht. Ja, du testest im privaten Rahmen. Ja. Deine Spiele haben es angesprochen, um die Welt gekommen. Tycho zum Beispiel. Erzählt man sich, das ist ursprünglich mal von China inspiriert gewesen, wird jetzt wiederum in China gespielt. Und etwas Ähnliches ist im Spiel Kreml passiert, wo scheint sogar im Kreml
zu Moskau im richtigen Kreml gespielt worden ist. Wie ist es gegangen? Also, zum Dichu ergänzen. Die Dichu-Variationen gibt es in China ganz einen Haufen. Für 6 Spieler, für 5 Spieler. Oder so. Wir haben nie richtig erfasst, wie es für 5 Spieler geht. Oder so. Und wir haben noch einiges dazu getan, ausgebaut. Oder so. Das ist also so ein. So ist es dran gekommen. Und in der Tat ist es reimportiert in China. Aber es ist volkstümlich. Dort. Dann gibt es noch eine Raubkopie auf Alibaba mittlerweile. Richtig, ja. Es gibt also, das ist ja ganz schön. Dann macht man Tichu so, eine Marke noch so. Und dann kommt plötzlich Alibaba und sagt, 100.000 Stück lieferbar in einer Woche noch so für $1. Und dann, okay. Aber. Zum Kreml. Nach dem Kreml. Ja, das ist nicht wichtig. Das ist nur so eine kleine Sache. Kreml ist relativ viel verbreitet, relativ weit verbreitet. Es ist, glaube ich, eines der ersten kontinentalamerikanischen Spiele, die in Amerika nachher ist rausgekommen. Mit Siegpunkten, das hat mich sehr geärgert. Sie haben es völlig kaputt gemacht mit der Regel. Aber das Kreml ist schon ein bisschen populär gewesen. Einmal hat mir eben einer von der Schweizer Botschaft geschrieben in Moskau, sie haben sie Kreml mitgenommen, haben es den Leuten verschenkt dort und haben es dort gespielt. Und als sie im Kreml gespielt haben, mit russischen Funktionären oder was, sind also der Nikolai Sergejewitsch, also der Gorbatschow, vorbeigekommen und haben das sehr amüsant gefunden, haben wissen, wie es läuft und so, haben das ein Zeitchen zugeschaut. Also gespielt hat er es nicht, aber. Oder auch nicht dort? Also es ist vielleicht nachher später, ja, er kennt es auch. Er ist vorbeigeschaut und hat sich daran belustigt. Jetzt machen wir jetzt schnell selber ein kleines Spiel auf der Bühne. Ein simples natürlich, im Vergleich zu deinen, was du machst. Ich habe ein paar halbe Sätze vorbereitet. Deine Aufgabe wäre die zu vervollständigen. Nur eine Variante gilt. Ja. Mit. Gut. Wir haben es im Vorfeld schon besprochen. Ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht. Also, auf dem Rahmen. Wenn ich in ein Spiel versunken bin, dann. Das ist nicht versunken, wenn denn? Wenn ich in ein Spiel versunken bin, dann. Dann spiele ich. Wenn jemand andere beim Spielen durchschauen will, dann muss er schauen auf. Durchschauen? Ja, wahrscheinlich auf. Auf das Agieren, wie sie agieren im Spiel. Aber auch auf den Gesichtsausdruck, auf beides. So ein bisschen, ja. So ein Zucken vielleicht oder so? Ja, es ist beides. Glück im Spiel bedeutet? Etwas, was ich nicht kenne. Also beim Würfelspiel bringe ich also Wahrscheinlichkeiten von 1-2 Millionen gegen mich in die Stange. Es tut mir leid, das kann ich nicht beantworten. Es ist auch das eine Antwort. Und wenn ich bei einem Spiel nicht gewinne, dann? Dann ist mir das eigentlich ganz gleich. Ich genieße das Spiel viel mehr als der Sieg. Und so. Ja, nur einen Satz darf ich sagen, ist es der gesagt. Ich habe noch einen zweiten, ich sage nicht noch einen zweiten. Ich finde, eben, das habe ich vorhin gesagt mit diesem Siegpunkt, ich finde ein Spiel gerne, wo man entweder grandios gewinnt oder so, oder wo man halt grandios umgeht. Ich habe nicht gerne so ein Erdbeerzeller-Spiel oder so. Aber ob ich dann grandios gewinne oder grandios verliere, ist mir eigentlich wurscht am Ende. Hauptsache Spiel. Und was ist denn dein aktuelles Lieblingsspiel? Das kommt auf die Leute ab, die das machen. Also, ich muss sagen, die Mystery Weekends, die wir gemacht haben, so Spieltheater, das nimmt mir viel mehr mit als ein Brettspiel. Spieltheater mit Krimi-Theater, so, da ist viel Spiel dran, das habe ich gemacht. Das nimmt mir viel mehr mit als jedes Kartenspiel. Gut, das Spiel haben wir fertig gespielt. Das Spiel haben wir fertig gespielt, gewonnen. Nochmal eine normale Frage. Bitte. Ja, heute als Spielerfinder neu anzufangen, hast du mir gesagt, es ist
ist sehr, sehr schwierig. Verlage suchen heute mehr wirklich nach Massenprodukten, nicht vielleicht nach Nischen, wie du es gemacht hast. Wenn schon, liegen Chancen in der Digitalisierung. Aber was es eigentlich immer braucht, früher wie heute, sind Ideen, ist Kreativität. Wo holst du dir deine Ideen? Ja, das kommt darauf ab. Ich habe sehr oft gesellschaftliche Sachen, die mich machen, wie Kreml zum Beispiel, was passiert, so, das setze ich um. Es gibt aber auch Spiele, die es gibt, wo ich nachher einfach daran werken und so. Wichtig ist für mich, dass das Spiel nie muss so sein muss, dass ich es jetzt rausgebe und um zu verrecken, jetzt ein Spiel rausgebe. Nein. Ich arbeite etwas dran, manchmal wird etwas daraus. Und als Grundlage kann es zum Beispiel sehr gut ein anderes Spiel sein. Was auch immer. Etwas ist immer da, also so nichts raus geht es nicht. Und wie muss man sich das vorstellen, wenn du dich mit diesem Spiel beschäftigst, gehst du dann im Wald spazieren oder du vielleicht hinter am Murtensee oder sitzt du daher, Block, Bleistift? Ja, ich sitze oft her. Also genau. Ich bin oft in der Zettelwirtschaft. Also, wenn ich, ja, es gibt Spieler, es gibt Leute, die Spiel oder dem Spiel zuschicken. Und das ist ja so alles so wunderschön gemacht und schon laminiert, der Spielplan und so. Und dann kann man nichts mehr verändern. Das ist tödlich. Meine Spiele, wenn ich etwas mache, sind die Zettelwirtschaften. Und ich verändere stark. Immer noch arbeiten dann. Es geht darum, von Idee bis zu einem Spiel, das man präsentieren kann. Das geht lang. Das ist Entwicklung. Jetzt bist du 69, sagst du, nimmst es mittlerweile ein bisschen ruhiger. Aber gleich kommt jetzt ein neues Spiel von dir auf den Markt. Eine neue Serie zu Anno Domini. Kuriositäten, wann kommt es? Das ist die Überlaufserie, die kommt im Herbst. Ja. Also, ich habe andere Ideen, aber es ist eben schwierig. Ich habe zum Beispiel auch Browserspiel-Ideen, aber ich weiß gar nicht, wie man so Zeug vermarktet. Nicht nur Ideen, sondern sehr gut ein Fertigspiel. Und so. Das ist noch schwierig. Ja, würde ich sagen, wird sich doch vielleicht heute Gelegenheit geben. Da gibt es sicher sehr viele technikaffine, internetaffine Leute, die ihr dann vielleicht zusammen reden euch finden. Das wäre schön. Unsere Zeit ist schon um. Merci vielmals, Urs, dass du den Einblick hast gegeben. Danke. Danke.